denn der Bastelzeit Zeit und heute sind wir mal wieder bei dem Ding hier. Ja, das hier, das ist der Rahmen einer Deckenlampe und den hatte ich hier schon mal in einem Video gezeigt. Und zwar zum einen, wie die Dinger aufgebaut sind und zum zweiten, wie man statt dem Originalnetzteil mit einem Step-Up entsprechend das Ding an irgendeiner beliebigen Spannung, wie zum Beispiel 12 Volt, betreiben kann. Zum Beispiel bei mir Inselsystem. Oder auch, wenn man ein passendes PD-Triggerboard hat, zum Beispiel auch mit einer Powerbank. Aber dieses Ding hier ist prinzipiell okay, kann aber nicht das, was ich will. Denn ich will gegen die Lampe natürlich irgendwas mit WLAN gegenwerfen. Sprich, ich möchte das Ding fernsteuern und dimmen können. Ja, der ist dafür eigentlich nicht so wirklich gedacht. Eventuell, dass es irgendwo ein IC gibt, wo man sich dranhängen könnte, aber dann müsste ich das jetzt auseinanderpopeln. Muss nicht sein. Deswegen dieses Mal das Ziel, den hier ans Laufen zu bekommen. Das ist ein LED-Treiberboard, während hier hinten das ja ein generisches Step-Up-Modul ist, was einfach hier Constant Current und Constant Voltage kann. Das Ding ist speziell für LEDs gedacht, normalerweise in Monitoren. Eingangsspannung 12 bis 36 Volt, Ausgang 35 bis 88 Volt und LEDs werden mit konstant Strom gemacht. Dafür gibt es hier unten jede Menge Brücken, die wir setzen können, um dann unseren Strom festzulegen. Ja, theoretisch relativ einfach. Spannung rein, Spannung und Strom gesteuert raus. Allerdings, der hat noch ein paar mehr Pins, wenn wir hier gucken. Und zwar VCC, klar, GND, klar. Aber er hat auch ein VAOJ und ein On-Off. Muss ich mal gucken, was VAOJ ist. Ich glaube, das ist irgendein Adjust-Gedönse. Für mich aber relevant, On-Off. Damit können wir PWM-Dimmen machen. Das klingt so nach dem, was ich hiermit vorhab. Ja, hier diese Boards für LED-Treiber in Monitoren, die gibt es in verschiedenen Ausführungen. Hier jetzt HLB1A1, weil war der günstigste damals, als ich gekauft habe. Ich habe jede Menge, die sind alle nahezu identisch. Eventuell, dass mal die Anschlüsse ein bisschen an einer anderen Stelle sind, aber prinzipiell sehr verbreitetes Format, sowas in die Richtung hier zu bauen. Ja, womit fangen wir denn an? Ich würde sagen, wir fangen damit an, dass wir einen Strom festlegen, weil ja, es gibt ja nicht wirklich irgendwie ein Poti oder irgendwas, was wir einstellen können. Das heißt, wir müssen uns hier unten mit rumschlagen. Also, wie gesagt, zum Strom einstellen sind hier unten diese Jumper da. Wenn wir hier drauf gucken, 200 mA, 200 mA, 100 mA, ich glaube auch 100 mA und 60 mA. Ich das richtig sehe, ist auf der Rückseite mehr beschrieben? Nee, leider nicht. Dann muss ich im Zweifelsfall noch mal gucken, ob irgendwo online noch ein bisschen mehr zu sehen ist. Aber prinzipiell, wir brauchten ja, was waren es hier bei dem Ding? 600 mA, glaube ich. Ich glaube, wir wollten 500 machen, also 2, 4, 5. Die drei rechten zusammenlöten, dann sollten wir eigentlich an der richtigen Stelle sein. So, die Sache ist, ich weiß halt nicht hundertprozentig, wie das funktioniert. Das heißt, wir fangen besser mal klein an. Ich mache mal nur einen 200er hier drauf. Dann sollten wir theoretisch 200 mA haben, wenn es positiv ist. Wenn es negativ ist, dann wären wir bei 2, 4, 6, 660, 5, 460 wäre dann auch noch safe. Also wenn irgendeine Richtung funktioniert, dann passt das. So, jetzt hat das aber. Temperatur ein bisschen runterstellen hilft da im Zweifelsfall. Und, ja gut, ich habe jetzt natürlich auch keine passenden Stecker hier, wieso auch immer man da sowas drauf macht. Und keine Lötplätze. Aber wir können ja auf der Rückseite im Zweifelsfall festlöten. Das geht ja auch. Das wird bestimmt irgendwie. Und on-off hoffe ich sehr, dass der irgendeine Form von Pull-Up hier drauf hat, dass wir uns da nicht selber drum kümmern müssen. Sonst wäre das ein bisschen sehr hässlich. Na gut, gehen wir mal auf die Suche nach unseren völlig ungeeigneten Kabeln hier, die aber bestimmt irgendwie funktionieren werden. Ja, wie hoch ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass das funktioniert? Also, ich gehe davon aus, dass irgendwas passiert, wenn wir das jetzt in Betrieb nehmen. Aber ob das Rauchmaschine oder Lichtmaschine wird, das muss ich dann noch zeigen. Ich bereite das mal hier soweit vor. Pass auch mal das Ganze hier an, dass wir gleich den Strom sehen können.
Dann gehen wir gleich mal zum Testen rüber. Okay, versuchen wir es mal. Hier haben wir unseren Strom, der in die LED reingeht. Da ist hinten eins von den Anschlusskabeln zur LED drin. Und zusätzlich habe ich noch Spannung angeklemmt, kann ich dann hin und her schalten. Der Eingang ist aktuell stark stromlimitiert, das heißt also, theoretisch sollte das sich selber schützen. Würde ich mal sagen, machen wir mal an, gucken, was passiert. An. Okay, es hat kurz geblitzt und jetzt tut sich nichts mehr. Das ist ein bisschen dünn. Ich sehe, dass er so knapp 100 mA zieht, aber kein Ausgang. Was sagt die Spannung? 11,82 Volt. Das ist Pi mal Daumen das, was ich reingebe. Können wir mal gucken. Ich glaube, Ground ist durchgeschliffen. Also, wenn wir hier gucken, dürften wir auch 11, irgendwas haben. Ja, 12,03 rein. Und so ein Diodendrop weniger kommt raus. Ich glaube, der ist aus. Müssen wir also noch was mit On-Off oder so tatsächlich machen? Ich gehe mal suchen, ob ich was finde. Ja, und ich war dann jetzt hier eine Runde am Rummessen, habe erstmal geguckt, ob eine Eingangsspannung da ist und wollte dann gucken, ob wir am On-Off irgendwie eine Spannung sehen und, oh, hell. Ja, es geht tatsächlich an, wenn ich mal da, oder geht kurz an, wenn ich den On-Off kurz berühre. Allerdings geht es direkt wieder aus. Ich gehe davon aus, dass hier die Leitung zu meinem Messgerät und eventuell eine Schaltung im Messgerät eine Kapazität hat, also quasi wie ein kleiner Kondensator da fungiert. Und wenn ich dann hier mit meiner Messspitze hier dran gehe, dann lädt die sich auf. Und wenn ich es dann an und off halte, dann geht es plötzlich an. Das würde dann erklären, warum es gerade angegangen ist. Heißt dann wohl, dass ich on-off tatsächlich da ein Signal drauf geben muss, und zwar VCC, also High-Pegel ist an. Ich hoffe einfach mal, dass das TTL ist, das heißt also, dass das auch mit 3,3 Volt sauber funktionieren dürfte. Das heißt, dann probieren wir das mal, machen uns irgendwie hier ein Arduino gerade fertig oder irgendwas. Oder ich suche mir gerade erstmal ein Netzteil zum Testen. Mal Dauerstrom drauf geben und dann erstmal den Strom richtig einstellen, denn ich bin mir da immer noch nicht so ganz sicher, ob das jetzt stimmt. Manche von den Boards muss man einstellen, andere Boards, die haben irgendwie einen Standardwert und man kann dann höher gehen durch diese Brücken. Ich suche mal ein zweites Netzteil, was zum Löten. 3,3 Volt hier auf den On-Off und dann sollten wir gleich Licht haben. So, weiteres Netzteil da. Ich habe jetzt hier auf der Spitze eigentlich 3, irgendwas Volt. Minus brauche ich jetzt nicht zu verbinden, weil die am Netzteil verbunden sind, aber ich habe mir hier schon mal einen dran gemacht, später für den Arduino. Plus ein Kabel, wo wir dann gleich einspeisen können. Gucken wir erstmal, was unser Netzteil rausgibt. 3,281. Okay, das heißt, wenn ich die Spitze jetzt hier unten dran halte, sollten die LEDs angehen und tun sie es auch? Natürlich nicht. Ich habe meine Eingangsspannung noch nicht an. Probieren wir das nochmal. Jetzt habe ich auch die 12 Volt wieder am Eingang, oder? Ja, 12,03. Probieren wir das nochmal mit dem On-Off und yay! Okay, Preisfrage. Wie sieht der Strom aus? Gehen wir mal wieder auf die 2 Ampere Range. Nullen das Ganze. Und wie viel haben wir? Haben wir jetzt 200 oder 300? 400. Okay, dann heißt das wahrscheinlich, dass 200 mA der Standardwert ist und dadurch, dass ich nochmal jetzt 200 gelötet habe, ist er auf 400 hochgegangen. Korrekt? Ja, 200 habe ich gelötet, 200 waren schon da. Okay, ein bisschen mehr könnte man noch, also 100 mA mehr wäre nicht schlecht. Aber prinzipiell, ja, sieht schon mal okay aus. Dann machen wir uns nochmal 100 mA mehr da drauf. Dann sollte man an den 500 mA rankommen. Das war ja, glaube ich, das, was ich gesagt habe. So etwa 450, 500 mA ist cool für mich, weil dann hat es eine vernünftige Leuchtstärke. Aber gleichzeitig sind wir unter dem, für das es designt wurde, was dann hält. Im Sinne von, es verbessert die Lebensdauer. So. Das heißt, wir machen einfach den 100er daneben noch mit dazu. Das heißt, jetzt müssten wir nicht mehr die, 375 mA hier sehen, sondern 475 oder so um den Dreh. Eingangsspannung wieder an und unser Signal hier unten drauf. Und was kriegen wir? Ja, 473, das ist okay, damit kann ich leben. Gut,
Damit hätten wir schon mal dieses Modul hier soweit, dass es die LEDs sinnvoll betreiben kann. Das heißt, wir haben den hier quasi jetzt 1:1 ersetzt und haben bereits hier unseren An-Aus, mit dem wir offensichtlich PWM machen können. Das können wir natürlich manuell machen. Vorsicht, Strobo und so. Das heißt also, wir können ganz schnell an- und ausschalten, aber wir alle wissen ja, dass ganz schnell ein- und ausschalten mit den Fingern ein bisschen nervig ist. Das heißt, an dieser Stelle sollten wir eventuell einen Mikrocontroller machen. Was mich gerade so ein bisschen wundert, die LEDs leuchten tatsächlich so ein bisschen nach. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob das gut ist oder ob wir tatsächlich hier diesen VAOJ-Pin irgendwie noch nutzen müssen, von dem ich leider immer noch nicht weiß, was er tut. So oder so, ich mache mal gerade hier eine Firmware drauf, die irgendwie PWM ausgeben kann. Dann gucken wir mal, wenn wir hier den Pin dranhängen, was er dazu sagt. So, für die Software wenig überraschend, soll schnell gehen, gerade ESP Home zusammengezimmert. Einfach ein LED-Output auf Pin 23 als monochromatisches Licht. Das müsste reichen. ESP32 im Übrigen, eben im Bild waren 8266 zu sehen, der hat wohl auf dem Board irgendwo einen Kurzschluss. Nee, dann halt den 32er, der war gerade hier. Installieren wir das mal. So, einmal kompilieren und los geht's. Ich hätte natürlich auch gucken können, was die LED-Build-In hier bei dem ist. Das hätte ich gesagt, wir benutzen die LED. Dann hätten wir zumindest direkt eine Rückmeldung auf dem Board und müssten nicht darauf vertrauen, dass da schon was rauskommt. Aber nee, wird schon schief gehen. Okay, sieht gut aus. Er hat hier ein neues ESP-Home-Gerät entdeckt. Und da sind wir. Das sieht gut aus. Also probieren wir das mal. Erstmal Ground dran, weil ohne Ground geht ohnehin nichts. Rest ist isoliert, von daher kann ja mal nichts passieren. Und dann gucken wir doch einfach mal gerade auf den Pin 23 hier, den wir gesagt haben. Die sind direkt hier daneben. So, wir haben 0 Volt. Okay, jetzt hier einschalten. Yay, Spannung. Es klingt schon mal so, als ob zumindest der ESP das macht, was ich möchte. Jetzt muss nur noch der Rest das machen, was ich möchte. Das heißt, wir nehmen uns den mal und ich dübel den jetzt einfach mal hier dazwischen. Zum Testen reicht das. Machen wir mal die Eingangsspannung an. Eingangsspannung ist an, nichts passiert. Okay. Und wenn ich jetzt hier in Home Assistant einschalte, dann solltest du hier eigentlich hell werden und zwar auch dimmend und wow. Nein, der kennt nur an und aus. Schade. Das heißt, auch wenn ich hier dimme, passiert nichts. Okay, das ist definitiv nicht, was ich suche. Aber ich bin mir sehr sicher, dass der dimmen kann. Also probieren wir mal den Mystery Ping, weil AOJ irgendwie könnte ein Adjust sein. Hätte ich ja eben schon ein paar Mal gesagt. Vielleicht müssen wir dann wirklich den On-Off auf High legen und mit dem anderen dann dimmen. Also machen wir mal ein Kabel dran, gucken, ob da eine Spannung schon drauf ist oder ob wir irgendetwas da ändern können. Und dann gucken wir mal, was da an Spannung los ist. Aktuell haben wir nichts. Machen wir mal die Spannung an. Ist immer noch nichts da. Okay. Soweit, so gut. Dann schalten wir den nochmal hier komplett an. Und hier ist jetzt 600 Millivolt drauf. Okay. Was passiert, wenn ich den gegen Ground ziehe? Nichts. Was passiert, wenn ich ihn gegen 3,3 Volt ziehe, wenn ich eine 3,3 Volt finde? Okay, dann wird es dunkler. Aber auch nur dunkler, nicht aus. Das ist nicht das, was ich erwarte. Das heißt aber, im Prinzip, wenn wir den hier wegmachen und auf 3,3 Volt ziehen fest und den hier an den Dimport machen, dann sollten wir zumindest in der Lage sein, irgendwas zu machen. Man sieht ja schon, ich weiß nicht, ob es auf der Kamera rüberkommt, aber optisch wird es dunkler, wenn ich mit meinen Pfoten dran gehe. So, aktuell haben wir an und wenn ich jetzt ausmache, wird es heller. Naja, das ist nicht, was ich erwarte. Also ich meine, es wird heller und dunkler, aber nicht gut, nicht gut. Was will der denn für eine Spannung haben? Das machen wir den hier gerade nochmal an, dass wir mal
Signal haben. Und dann hängen wir mal das andere Netzteil dran. Theoretisch müsste ich jetzt ja in der Lage sein, hier zu gucken, mit welcher Spannung was passiert. Ne? So, ich drehe jetzt mal die Eingangsspannung hier auf diesem Adjust-Pin weiter hoch. Okay. Bei etwa 5, knapp über 5 Volt ist aus. 5,3. Darunter geht er an. Okay, das heißt, wir müssen zwischen 5,3 Volt und 0 Volt müssen wir schalten. Das klingt so, als ob wir nochmal einen zusätzlichen Transistor brauchen. Das ist nicht das, was ich haben wollte, aber gut, das ist, wenn es das ist, was hier vorgesehen ist, müssen wir das wohl machen. Ich gehe mal auf Transistorsuche. Yay! Also, ich habe jetzt hier meinen Transistor. Der muss aber natürlich noch irgendwas schalten. Das heißt, wir brauchen diese 5, irgendwas Volt. Die müssen wir irgendwo herkriegen. Da gibt es jetzt zwei Methoden, die wir nutzen könnten. Ich könnte jetzt, da hier das ja im Prinzip nichts an Leistung zieht, einfach über einen Spannungsteiler mir zusammenstellen. Also hier die Eingangsspannung holen, Spannungsteiler drüber, 5 Volt in der Mitte rausziehen und die dann passend mit dem Transistor nach unten schalten, wenn ich weniger haben möchte. Würde funktionieren, allerdings habe ich eine andere Idee und zwar Step-Down. Wieso? Naja, ich brauche ja am Ende noch eine Betriebsspannung hier für unseren ESP und die Spannungsregler hier drauf, die kommen mit 12 Volt oder 20 Volt sind es ja zum Teil schon nie so ganz dolle klar. Deswegen, wenn wir hiermit auf die 5, irgendwas Volt gehen, das ist okay als Eingangsspannung hier drauf zu geben und wir können es gleichzeitig noch dafür benutzen. Das Einzige, was wir dann noch machen müssen, ist noch ein Widerstand dazwischen. Der ist mir jetzt als erstes in die Hand gefallen. Das sind zwar nur 330 Ohm. Bisschen wenig. Ein höherer Wert wäre schön gewesen, aber der würde jetzt auch stehen, involvieren. Von daher muss das hier jetzt erstmal reichen. Gut, das heißt, ich mache den jetzt schon mal am Eingang. Stell den mir passend auf eine Spannung ein und dann sollte das schon irgendwie gehen. Dann schauen wir mal, was wir denn so an Spannung bekommen. 0 Volt, jo, nochmal gegentesten, müsste passen. Strom an und wir bekommen 11, irgendwas Volt. Etwas viel. Gehen wir mal runter. Nee. Versuchen runter zu drehen. Gucken, ob ich hier was finde, was passt. Es geht runter. Okay. Nicht 3 Volt. Hier 5,6. Das passt schon. Das heißt, wieso ist hier jetzt gerade kein Licht? Achso, weil der Arduino aus ist. Okay. Und wenn ich hiermit jetzt an den schwarzen gehe, müsste es dunkel ausgehen. Jo, sieht gut aus. Wie sieht es aus, wenn ich den 330 Ohm dafür benutze? Funktioniert auch. Wunderschön. Wenn ich damit gegen Ground gehe, geht er wieder an. Soweit die Theorie. In der Praxis tut das nicht. What the heck? Why? Ah doch. War nur Dreck drauf. Okay. Das sieht so aus wie das, was ich haben wollte. Jetzt muss ich nur noch den hier irgendwie dazwischen kriegen. Yay. Da brauche ich aber noch was für an den Arduino, denke ich. Wird schon passen. Transistor im Übrigen ein SI2302 oder irgendwas in die Richtung kompatibles. Sollte also Logic Level genug sein, um hier mit dem Arduino zu reden. Und der muss gegen Ground ableiten. Ist zwar jetzt ein bisschen fies, weil ich keinen Widerstand davor habe, aber das überlebt der bestimmt. So, machen wir den mal Strom an. Dann müsste jetzt eigentlich die LED in voller Helligkeit loslegen. Tut sie auch. Wenn ich jetzt hier anschalte, müsste es ausgehen und dimmend ausgehen. Nö. Okay, was habe ich falsch gemacht? Gucken wir doch mal hier vorne auf den Knoten drauf, was der so tut. Interessant. Wir haben hier eine Spannung von 4 Volt an dem Punkt, obwohl ich hier ausgeschaltet habe.
Und wenn wir mal rübergehen auf die andere Seite von dem Widerstand, da sind 5,6 Volt. Also fließt da so viel Strom oder schaltet der Transistor nicht sauber aus? So, keine Auflösung gefunden. Wenn ich jetzt hier hingehe und den gegen Ground ziehe, dann wird's dunkel. Wie habe ich es gemacht? Ja. Ihr habt die Eingangsspannung auf 7,2 Volt angehoben. Keine Ahnung, was hier der Transistor da treibt. Der scheint nicht so sauber zu funktionieren, wenn man den ausschalten möchte. Don't care, ehrlich gesagt. Machen wir mal hier hinten dran. Dann müsste ich es ja jetzt steuern können. Ah, wo sind wir? Versuchen wir das mal. Nee, der ist an. Hä? Achso, okay. Aus. An und wir sehen, er dimmt auch. Das heißt, wir können ihn jetzt auch so ein bisschen leuchten lassen. Oh, das klingt irgendwie gut. Okay, ich würde sagen, damit ist das Ding, auch wenn es sehr chaotisch aussieht, aber erstmal soweit, dass es einsatzfähig ist. Das hier war nur meine Messprobe, die kann weg. Und ja, damit sind wir dann jetzt hier in der Lage, tada, zu dimmen, einzuschalten. Und das geht natürlich auch nicht nur hier mit dem wunderschönen Rahmen, den wir uns hier geangelt haben, sondern das geht natürlich auch genauso gut mit der richtigen Deckenlampe. Ist ja dasselbe drin. Ja, und damit würde ich sagen, ist dann das Ding auch einsatzfähig. Wir haben unseren Konstantstrom, wir haben unsere Möglichkeit zu dimmen, wir haben unsere Stromversorgung für den ESP. Das sollte alles so passen. Die Situation mit dem Transistor hier, der ist zwar nicht so ideal, keine Ahnung, wieso der so einen hohen Leckstrom da hat, aber da will ich jetzt auch nicht noch weiter Zeit rein investieren. Ich meine, man sieht ja, das hier ist einfach nur ein Testaufbau. Wenn ich da eine Platine oder sowas mache, dann sieht das natürlich ein bisschen anders aus. Dann wird auch vorher mal getestet, was da mit welchen Transistoren welche Spannungen erreicht und so. Ich gehe eigentlich davon aus, dass es funktionieren hätte müssen. Ist zwar gerade mitten in der Nacht, aber ich wüsste jetzt nicht, was ich da gedanklich vergessen habe, dass das nicht klappt. Nee, hier so geht's ja erstmal und wie gesagt, halt auch mit den richtigen Deckenpanelen hier, wenn wir mal hier so eins hinlegen und einstecken. Dann können wir auch da hingehen, können den Strom einschalten. Ja, funktioniert sogar. Und somit haben wir dann das Ding hier indimmbar in 12 Volt. Und das ist ja meine Anforderung gewesen. Oder anders gesagt, es tut jetzt, was es soll.